Gebirge ist das nicht. Auch nicht mitten in der Nacht. Sieht nur so aus. Die fahren Mountainbike im Bergwerk. Unter Tage. Vernünftig funktionierendes Rad und ein bisschen Kondition, dann hat man hier unten eine Menge Spaß. Doch bevor es runtergeht, müssen sie oben ran. Harzvorland, Erlebnisbergwerk, Glück auf Sondershausen. Sicherheitseinweisung. Wir fahren gleich 670 Meter in die Tiefe mit 4 Metern pro Sekunde. Eine Fahrt wird sogar 3,5 Minuten dauern. Alle rein in die enge Stube. Auch die Räder müssen mit. Wir bekommen jeweils 5 auf einen Korb. Helme sind Pflicht. Jeder Fahrer unterschreibt eine Verzichtserklärung. Schon mulmig. Und ohne das Kameralicht wäre es im Korb stockfinster. Doch keiner kneift. 10 Fahrer sind heute dabei. Im Kali-Bergwerk. Tino organisiert die Tour und gibt letzte Tipps. Schaut euch nicht ins Gesicht. Mit den Lampen, die haben ja, 500 Lumen. Der andere gegenüber, der hat dann kurz ja, für 5 Minuten dunkel. Dann geht es endlich los. Erstaunlich warm hier unten. 25 bis 30 Grad allein durch die Erdwärme. Durch Salz in den Wänden ist die Luft zudem extrem trocken. Das geht an die Kondition. Vorneweg und auch hinten immer ein Pickup. Zur Sicherheit, damit keiner falsch abbiegt. Wir haben auch schon vernünftige Steigungen drin. Es ist halt so, dass man hier diese Steigung nicht sieht, sondern nur merkt, wenn man das Gelände halt mitgeht. Ansonsten hat man immer Bäume im Gebirge zum Vergleich. Das ist hier nicht der Fall. Das heißt, es brennt in den Beinen und dadurch schmerzt es und es wird warm. Alle Stollen aneinander, das wären unglaubliche 500 Kilometer. Vergleichbar mit dem Straßennetz einer kleinen Großstadt. Da ist jede Pause willkommen. Das heißt, hier kann man mal mittels Arschleder von einer Sohle in die nächst niedere rutschen. Höhenunterschied also 30 Meter. Arschleder, ein Begriff aus dem Bergbau. Und verdammt schnell. Freier Fall mit leichtem Bodenkontakt. Sehr angenehm, gefühlte 280 km/h. Ohren anlegen, die werden sonst heiß. Top. Tino sorgt fürs Entertainment. Infos über den Bergbau gibt es obendrauf. Preis für die Tour knapp 80 Euro. Fast 3 Stunden sind sie jetzt hier unten. Zum Abschluss noch etwas Romantik. Die Räder müssen warten, ein unterirdischer Salzsee. Guck mal, aber das zischt, da müsst ihr mal hauen jetzt. Ab. Aber es ist gleich versiegelt. Schmeckt so ein bisschen wie wenn die Mutti sich verliebt hat in 5 Gerle gleichzeitig. Sozusagen Elektrolyte frei Haus. Der Winter kann also kommen. Sie haben hier unten absolute Wettersicherheit auf ihrer Mountainbike-Tour unter Tage.